Nach der Entlassung von Jonas Isalo Trainerdebüt für Ingo Freier bei den MLK Academics Heidelberg. Und er muss ohne Josh Gray und Tim Coleman auskommen. Elias Lassisi und Paul Zipser sitzen am Ende nur auf der Bank, können auch verletzungsbedingt nicht mitwirken. Die Heidelberger starten aber sehr, sehr stark, wie es zu erwarten war, im Tempo und im Attacke-Modus. Zunächst Kestelo, dann hier Abu Kijab. Dann aber der große Rückschlag. Vincent Kestelot nach 5 Minuten 23 verletzt raus. Die Rotation ist geschrumpft auf 6 Spieler. Da braucht man ganz, ganz viel Kommunikation, um das Ganze am Leben zu erhalten. Und genau das gelingt Freier und seinen Spielern. Ein ganz starkes erstes Viertel, das Niki Würzler mit diesem Dreier zum 27:22 abschließt. Jesus Ramirez hatte gewarnt, es wurde aber dann doch vielleicht sogar noch schwerer, als es zu erwarten war. Hier mal eine gute Szene der Braunschweiger, Fastbreak abgeschlossen von Gilson Bango mit dem Dank. Aber Heidelberg hält dagegen, weil alle Spieler, die in dieser Rotation eine Rolle spielen müssen, genau das schaffen. Unter anderem auch Marcel Kästen, kaum eingesetzt unter Jonas Isalo, mit einem ganz starken Spiel am Ende, 17 Punkte und 8 Rebounds. Die Heidelberger, sie laufen auf allen Zylindern, sind defensiv aggressiv und schaffen es auch, ihr Foul-Kontingent gut zu handeln. Zur Pause 11 Punkte Führung, nach 3 Vierteln immer noch 8 Punkte Vorsprung für die Heidelberger. Dann geht es in den Schlussabschnitt und es ist irgendwie zu erwarten, dass die Kräfte nachlassen. Hier ein Ballverlust von Bennett Hund, der erste Indikator, der starke Ferdi Zilker schließt das Ganze mit dem Dunking ab. Jetzt ist nur noch die Frage, schaffen es die Heidelberger, ihr Fahrzeug über die Zielgerade zu boxieren. Braunschweig kommt immer näher, geht zwischenzeitlich in Führung und hier 1:21 Verschluss. Amadori mit der Führung. Sind die Heidelberger jetzt gebrochen? Pustekuchen. Nein, diese Mannschaft hat Charakter an diesem Abend. Hakim Vargas, der Kapitän, 0 Punkte zur Pause, 12 in der zweiten Halbzeit. Hier dieser ganz wichtige Dreier zur Führung. Es geht jetzt hin und her. Es ist hochemotional vor 4.251 Fans. Wieder Zilker auf dem Weg zum Korb. Erneut die Gastgeber vorne, aber Ingo Freier hat noch einen Trumpf im Ärmel und der heißt Abu Kijab. Der Kanadier nachverpflichtet in seinem zweiten Spiel, oftmals mit dem Kopf durch die Wand, 1-2 Dribblings zu viel, auch hier wieder grenzwertig, aber er setzt sich durch und er erzielt die Punkte und tatsächlich gewinnt Heidelberg am Ende mit 84:83 mit einer 6-Mann-Rotation in Braunschweig. Der dritte Saisonsieg und er sollte jede Menge Moral geben für die Mannschaft von Ingo Freier, der mit seinem Team diesen Überraschungserfolg feiern kann. Ich glaube einfach, wir haben die letzten 3-4 Tage mit Ingo so viel positive Energie bekommen wie in den letzten Monaten nicht. Und ich glaube, das hat uns ganz gut. Die Spieler das aufgenommen, aufgesogen und dann tatsächlich auch umgesetzt, dass das über 40 Minuten so klappt, ist schwierig nachzuvollziehen. Aber das spricht auch für den Charakter der Spieler, die jetzt gerade gespielt haben. Team mit einem neuen Coach, das ist immer schwierig zu spielen, haben eine neue Energie, haben was zu proven auf jeden Fall. Warum wir da nicht rausgekommen sind und straight gespielt haben, wie wir die zweite Halbzeit gespielt haben, da gibt es keine Ausrede. Also. Der Trainerwechsel hat sich sofort gelohnt für die MLP Academics Heidelberg, die ihren neuen Headcoach ordentlich feiern, die Frisur nochmal schön durcheinander bringen. Jetzt geht's weiter gegen den MBC, da könnte vielleicht dann der erste Heimsieg folgen.